Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Kabin. Naja, und gut, wie ihr seht, bin ich immer noch hier. Es tut mir leid, ich habe uns gestern nicht geschafft, nach Hause zu chauffieren. Da sind Sachen dazwischen gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell nach Hause, wenigstens den Flammenwerfer bauen und schon mal so das Radar-Ding auf letzte Stufe aufwerten. Und den Tisch müsste ich eigentlich auch noch werden. Es gibt noch so viel zu tieren. Es gibt noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Schönen guten Tag. Na gut. Also, wo ist mein Zuhause? Da ist es. Naja. Na gut, wir nehmen die Abkürzung über den Berg wieder. Was soll da schief gehen? Uiuiuiui. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht nachgeschaut. Na? Ey, das macht genauso Spaß wie bei 7 Days. Entschuldigung. Ich bin Anfänger beim Fahren. Ich weiß immer noch nicht, update-mäßig, was das so in sich hatte. Also, habe ich noch nie nachschauen können. Wie gesagt, ich wollte gestern was anderes und dann hat es schamalt. Und bin erst um 23 Uhr wieder zu Hause gewesen. Da ist Aufnehmen denn nicht so Priorität, sag ich mal so. Aber das ist ein anderes Ding. Gut, na, schaffst du das? Und wie hat das schafft? Alter, das Ding ist so eine bergzicke Sache durch. Na? Na? Na, das geht doch, sag ich doch. Jetzt frage ich mich, wenn die weggeschleudert werden, wenn ich dagegen fahre. Wie ist denn das mit Giants? Also nicht, dass ich das ausprobieren würde. Ja doch, Zoologin, ich würde das ausprobieren. Aber wahrscheinlich werde ich tot sein, wa? Warten Sie mal kurz. Man weiß ja nie. Falls doch da einer sein sollte, hätte ich gerne abgespeichert haben. Um den wegzusemmeln. Ich muss ja da lang. Naja, ich muss nicht da lang. Reicht, wenn ich hier unten lang fahre. Und außerdem habe ich dafür keine Zeit. Wie gesagt, also Flamm. Stupst du gleich? Ich wollte gerade sagen. Schade. Sah aus, als ob der gestorben ist. Na du? Er ist aggressiv. Ich weiß ja nicht, wieso. Lass uns doch Freunde sein. Entschuldigung. Da ist ja noch ein Wolf. Was ist denn hier los? Gibt es ja eine Überpopulation. Ja, wie gesagt, also Flammenwerfer ist mein Ding heute. Auf jeden Fall. Der müsste doch eigentlich schon heute ein bisschen was rausreißen. Und auf jeden Fall werden wir nochmal zurückfahren. Nach der Horde. Also ich will wirklich... Uiuiui. Ich möchte wirklich... Da ist ein... Ich höre einen Bären. Also ihr hört es ja auch, aber ich sollte... Renn doch nicht weg, Karre. Wir müssen doch wieder wegfahren. Da fährt die ohne mich weg. Sag, bist du denn verrückt? Du wirst hier kündigt, wenn du so weitermachst. Ich glaube, ich krieg eine Krise. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Also, nach der zweiten Tour, die wir jetzt noch machen können, besteht mindestens ein Raketenwerfer da haben. Vielleicht auch ein, zwei Schüsse. Man weiß ja nicht. Sagen Sie mal, wenn ich... wir wissen noch. Nee, das ist falsch. Ich speichere jetzt nochmal. Aus folgendem Grund. Bergsicken technischerweise. Was ist, wenn ich jetzt hier so einen Abhang runterfahre? Ist der Schaden exorbitant? Oder ist der zu verkraften? Bis jetzt, jetzt spielt ja kein Walzer. Ich kann ja hier fahren. Ich bin ja ein Experte. Ja, ja. Wuhu. Du kannst mich mal. Du Flohbündel. In anderen Ärgern. Was immer. Ey, wir sind schon hier vorne. Alter, wir haben 16 Uhr. Die Zeitersparnis ist ja mal richtig geil. Endlich wieder zu Hause. Na gut, war also erstmal, wie gesagt, Flammenwerfer.
Dann kicken lasse ich das Ding da oben auf Werte. Diese Bip, 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 Bip. Und dann müsste ja auch schon wieder fast so weit sein, ne? So. Halt. So. Bist du jetzt aus? Nee, bist du nicht. Jetzt bist du aus. So. Mal kicken, ob das sich so gelohnt hat. Wie gesagt, ein paar Sachen zum Auseinandernehmen haben wir. War doch gar nicht so verkehrt. Also jetzt mal kicken, was ich bekomme. Oh yeah. Ist aber schon. Uiuiui, ist das da. Das ist schon mal geil. Ist aber. Nee, wir machen. Wir machen jetzt alle total anders. Ich werde eine zweite Batterie hinstellen. Sie wird uns irgendwann zugutekommen. Und dann kommt ein Flammenwerfer hin. So ist der Plan. Ich versuche, dass es so wird, der Plan. Das klingt besser. Gut, ich brauche aber erstmal Platz. Und ich höre schon wieder Leute, die sterben wollen. Das Buch werde ich mir später um kümmern. Was ist denn da los? Oh, nicht der schon wieder. Naki, der ist schon wieder unterwegs. Naki, der ist aber tot. Da liegen schon die ersten Leichen. Wir haben noch nicht mal angefangen. Alter, was da hinten an ihr rankommt. Da sind die nächsten Zwehe. Die sind doch total bekloppt. Na, die sind ja mal doof. So, ich bräuchte... Was bräuchte ich denn eigentlich? Ja, sterben Sie mal bitte ein bisschen schneller. Also, ich brauche jetzt noch Batterien, Nägel und Platten. Naja, gut. Batterien. Check. Eine 2 oder eine? 2. Wie konnte ich denn 2 finden? Natürlich sind es 2. Waren noch immer 2. So. Nägel. Ah, hatte ich die auch gehabt? Glaube ich nicht. Haut sie hier die Plauze voll, das Arsch. Schöne Ding. So, warten Sie mal kurz. 20 Nägel. Erstmal. Erstmal so. Ach, Platten. Da war ja noch was. Wie viele Platten? Ich mach mal 10 Stück. Aber ich hatte doch hier noch Platten. Idiot. Ja, ich habe noch Platten. Die liegen aber alle noch in der Karre. Halt, nee, V weg. So. Gut. Sehe, ich habe eine Batterie extra. Das nächste Mal. Ein Stück Platz freilassen, ne? Das ist besser. So, und jetzt muss ich 2 Chips. So wie kann ich mir noch dran an? Waren 2 Chips. Oh. Oh. Passiert mir immer öfters. Lass mir was in der Hand los. Gut. Bitte löschen. So, Täter eigentlich noch? Ist das dein Ernst? Das ignorieren wir jetzt auch mal ganz, ganz schnell. Das hat niemand gesehen. So, 2 Stück. Wo habe ich? Gut. Nehme er den Dingelzen und warum halt jetzt die Chips hergestellt? Ich brauche aber. Gut, ist egal. Wird schon zu irgendwas gut sein. Ich glaube für den Flammenwerfer, ne? Ich glaube für den Flammenwerfer. Natürlich für den Flammenwerfer. Was habt ihr denn gedacht? Hallo? Es ist alles so geplant. Habt ihr gedacht? München. München. Wie Inventar ist voll. Du bist voll. Lass mich in Ruhe. Hab schwer gearbeitet. So, das wird wohl nicht funktionieren. Nee, doch. Er stackt das. Mal macht das nicht. So, jetzt noch. Was war das noch? Ach so. Genau. Eins war. Eins war noch. Ina geht noch. Ina geht noch hin. Hey, Ina geht noch. Und dann brauche ich noch das andere Ding. Genau. Hab ich. Jetzt aber.
Dann muss ich der Buchse anschließen und dann ist es gut. Ich habe nie genug Kupferkabel. Ist aber auch kein Problem. Da. So. Gut. Gut, dass ich bloß zwei Kabel hergestellt habe. Mann. Aber wir haben sie jetzt aufgewertet. Jetzt brauche ich Kabelse. Und wo ist denn der Verbinder? Ich spüre da eine Verbindung. So. Naja, gut. Das heißt, ich muss erstmal das hier. Die 7 bitte. Dankeschön. So, ditte muss ab. Und daran. So. Und ditte muss daran. Genau. Jetzt hat alles wieder Saft. Und das müsst ihr jetzt einfach darüber gehen und dann müsst ihr das nachladen. Nichts leichter als das, habe ich doch gesagt. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen mehr Platz in mein Inventar. Da sind ja wieder meine drei Probleme. Ich gebe zu, es sind mehr als drei Probleme, aber gut. Psst. So, warten Sie mal. Das kann doch weg. Das kann auch weg. Und die Knifte kann auch weg. Das muss ich nachher auseinanderbauen. Wie gesagt, da ist ja mod-technischerweise Sachen drin, die da nie drin gehören. Hey, was soll denn du, Hornel? Kruzifix, ich mach dich fertig, Junge. Du hast sie wohl nicht alle. Es ist nicht der idealste Stellplatz. Ich gebe zu. Ohne extra Garage brauche ich für die Karre. Das hat ihn doch sonst nicht interessiert. Wehe. Du, ich schieß dich, Mädel. Übertreib das mal nicht. Hä? Ja, Hax Peter. Gut, das krieg jetzt da nicht rein. Das ist natürlich wie Scheiße. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So, du schöner Flammenwerfer. Ich setz dich am besten unter der Treppe. Nicht, weil er da positiv sitzt, sondern aus reinen Erhaltungstrieb. Und zwar eigenen. Brennerweise. Noch nicht total bescheuert. Ist doch was passiert. Naja, der geht durch die Treppe durch und dann passiert das trotzdem. Naja. Brennen muss der Kabin, ich sage euch. So, Motor, Fallmotor und Dinge. Transistor. Ich hab gedacht, ich hab handelt. Hast du nicht. Hast du nicht. Du mit deinem Inventar, lass mich in Ruhe. Schmeiß mal kurz die Nägel weg. Also irgendwie habe ich jetzt zu viele Nägel. Wohin noch zu wenig, jetzt zu viel. Kannst du dich mal entscheiden? Naja, anscheinend nicht so richtig. So. Also. Einen Motor. Check. Einen Sticker. Uncheckbar. Verdammt nochmal. Aber keine Panik, wie gesagt. Oh. Doch, jetzt ist Panik angesagt. Gut, wir haben noch drei Sicherungen. Und wir haben hier auch noch ein bisschen was. Alles gut. Da. Das brauche ich. Was war das nächste? Hab ich Stangen. Die sind da drinnen, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen. Die sind vorhanden. Kapsel. Gut. Das haben wir jetzt auch. Bitte lass mich. Achso, ich brauche ja noch ein anderes Gerät. Das Gerät. Das hätte ich ja ganz vergessen. Oder brauche ich mal das da? Leck mich. Gut. Ich brauche ja auch nicht so viele Platten, ne? Es wäre ja auch einfacher, wenn ich das so mache. Geht's. Ach, ist das so? So, jetzt habe ich das. Was hab ich? Das beißt mir gerade auf die Lippe. So, warten Sie mal. Was kriegt denn? Aluminium?
Nochmal Aluminium? Da krieg Eisen. Krass. Krass. Aber ich hab doch auch noch. Da sind sie ja. Da sind sie. Ich habe euch vermisst. Dankeschön. So. Der Kaspar ist on point. Aber das habt ihr ja schon mitgekriegt. Warten Sie mal kurz. Ich setze mal hier hin. Dann schließen wir die ganze Schose an. Und dann klopfen wir dreimal auf Holz. Wie gesagt. Du bist doch angeschlossen. Mit was warst du denn jetzt angeschlossen? Der geht runter, der ist angeschlossen. Der geht daran, die daran, die geht daran. Der ist jetzt abgeklemmt. Gut. Kein Problem, ich habe alles unter Kontrolle. Also noch. Da kann ich nicht dafür garantieren. So. Dass das mal klar ist. So, gut, dann haben wir das auch angeschlossen. Jetzt braucht der bloß noch ein bisschen Saft. Das kriegt er auch gleich. Warten Sie mal kurz. Saft. Wo ist denn der gut alte Saft? Moment mal, ich hab da hinten hier noch drin. Also hier hinten. Hier noch ist natürlich übertrieben, aber da hat es gerade schon wieder ein Vogel zerschmalt. Habe ich das nicht letztes Mal gelernt? Ich täte mir eingebildet zu haben, dass ich das habe. Das ist nämlich das. Das ist sehr, sehr mysteriös. Nur mal so nebenbei. Okay, die Spule habe ich jetzt hoch. Was wollte ich jetzt? Danke für einen Kumpel. Ach so, Benzin. Hätte eine Sekunde was anderes gemacht und schon abgelenkt. Ja, so ist es. So kennt man mich. So wird das bleiben. Ich weiß bloß nicht für wie lange. So. Das müssen wir umwandeln. Dann muss ich ja noch die Bank aufwerten. Eine Stufe ist ja da noch. Da ist auch nochmal Benzin. Ah, das Ding muss noch aufgewertet werden, glaube ich. Warten Sie mal kurz. Sagen Sie mal, so nebenbei. Nee, das ist doch die letzte Stufe. Nee, ist nicht. Da ist die letzte Stufe. Aber die ist irrelevant. Interessiert mich nicht die Bohne. So, ist das raus. Brauche jetzt Benzin und nicht irgendeinen anderen Scheiß. Oder 200. Jetzt haben wir 400. Ja, komm. Schmeiß ich. Nee, warten Sie mal, wie war denn das mit die Hälfte? Es ging auch schon mal die Hälfte. Und so. Ah, siehst du? So, das brauche ich nämlich dann für die Munition. Die wir nämlich jetzt herstellen müssen. Weil sonst sieht es nämlich übel dübel aus. So, das muss raus. Ich habe hier auch noch. Oh. Ist da was? Nee, wisst ihr mehr? Ja, noch ein bisschen schon. Ich täte nämlich jetzt wieder umstapeln. Auf den letzten. Und dann werde ich ganz einfach. Ich werde erstmal hier umstapeln. Sorry, muss halt nochmal zurück. Ich werde mir jetzt die Judo-Munition herstellen. Da brauche ich ja bloß Ditte. Und Holz. Gott, da Holz. Muss ich nachher wieder rausnehmen. Wie gesagt, die Spulen muss ich noch machen. Ein paar Sekunden Zeit haben wir ja noch. Ist ja nicht das Problem. Wir haben jetzt 19 Uhr. Darum, wie Zeit ich noch habe. Dann lasse ich den jetzt leer. Hallo? Dann lasse ich den nämlich leer ballern. Okay. Ich wollte gerade sagen. Dann nicht, weil dir fehlt. So, naja, gut. Also Axt in die Hand. Bäume matschen. Und dann Munition herstellen. Und dann, wenn ich noch was habe, deswegen eine Benzin zurückhalten, dann steckt nur ein paar Murmeln her und dann ist es gut. Schönen guten Tag. Schön auf dem Arsch geklopft.
gewesen. Der ist schon mute, wa? Ja, dann kommen Sie mal mit. Na, kommen Sie hier. Hierher. Lass ihn flach frei. So. Die haben Spaß. Und? Das geile Ding. Ist schon nice. Müssen wir bloß noch die anderen dafür finden. Es wird schön. Vertrauen Sie mir. Wir haben hier wie bei Alice im Wunderland hier die Schnecken, Schneckenlutscher. Klingt so verkehrt. Muscheln. Die Austern. Hier. Ne? Knickknack. Aber das ist ein anderes Thema. So, warten Sie mal kurz. Da sind die Platten. 40 Stück. Und so wenig Platz. Alter, ich will doch Pfeile machen. Die putzen doch jetzt gleich alle wieder runter. Wenn ich das so mache. Das brauche ich nicht. Sagen Sie mal. Das kann ich doppelt machen. Das kann ich doch schon machen. Mach ich doch Platz. Machen wir das erstmal so. Nicht wahr? Kann ich denn später austauschen gegen Dreier oder so? So, jetzt habe ich doch schon wieder Platz. Ja, nicht, was ihr habt? Die Untoten. Also nicht hier, sondern hier. So, gut. Haben wir das. Und zack. Und was denn nun los? Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ach, das nächste Holz. Wir müssen wieder Holz kloppen. Aber ist alles kein Problem. Wie gesagt, ich will, dass sie sofort sterben. Das ist mein Plan. Ich muss noch an unseren alten Sniper und an der Billion, die wir jetzt gefunden haben, da muss das Ding noch ausgebaut werden. Das ist sau wichtig, ist das da. Nicht, dass ich die, wie gesagt, irgendwann mal kaputt mache. Und die Mod sitzt da drin. Ich glaube, das spielt nämlich kein Walzer. Du kannst ja trotzdem den kaputt machen, ob da eine Mod drin ist oder nicht. Ja, ja. Das wäre maximal. Maximal. Maximal bescheiden. Junge, Junge, Junge. Na? Na? Nochmal? Was sagt ihr? Na, Horde? Heute? Löft sie oder löft sie nicht? Gut. Kann ich doch eigentlich gleich einladen. Das geht doch so oder so noch nie los. Geht ja erst los, wenn ich den Schalter schier. Nicht rumzischen, sondern machen. Ich würde mal sagen, so 300, wa? Mache ich wieder 300 drin? Und dann so Stück für Stück. Ich dachte, die eine kann ja erstmal leer ballern. Nee, die sind ja, wollte gerade sagen, sind die jetzt beschädigt oder sind sie nicht? Sind sie nicht? So 20? Ja? Schön. Das ist sehr, sehr schön. Also für uns. Für die Zombies eher weniger. Oh. Gut, Knifte raus, Mod austauschen und dann kicken. Wird bestimmt. Ja, da ist ein Fuchs. Da hat es gerade ein Fuchs zerledert. So, das ist die Jute. Wo ist denn die Graue jetzt hin? Scheiße. So. Darin. Da geht. So, und da raus. So, und darin. Das muss ich jetzt mal kicken. Muss ich mir mal anschauen. Lieben. Wo ist die denn? Die Kröte. Cool. Nice. Wo ist die denn hin? Hä? An unsere Karre. Diese Mistvieh. Ja,
hab nie nachgeladen. Warum sind die denn alle so aggro? Hä? Ich glaub mir Hax Peter. Der wollte die Karre klauen, weil die stand da hinten. Du kannst sie aber auch nicht einsammeln, wa? Die will da hinten in Eckerin, siehst du, jetzt fahr ich über dich rüber. Wäre so nicht passiert, Junge. Was ist denn mit den Viechern los? Also mit die Zombies, das hatte ich ja, aber hier? Olle Otto? Bin wohl. So wohl nicht alle. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt wären die Viecher schon aggro. So. Sturm. Ja, das müsste eigentlich die Munition sein, ne? Yes. Und das Schöne ist, ich hab davon eh zwei Schuss. Dann kommen sie mal rein in der Tasche. Diese Scharfschützenmunition. Achso, die muss ich auch noch rausholen. Ach du Scheiße. Na ja, gut, ich sag mal so. Die können ruhig kommen. Die Penner. Die mache ich mondbereit. So, schnell reparieren. Reparatieren wollte ich sagen. So. Die Schnipper zieht mal hier hin. So, bitte jetzt in die ganze Zeit nur T drücken. Dankeschön, Kabin. Bitte sehr nett sein. Kein Material. Ach so, ich brauche ja Scheißendreck. Aber hier noch ein bisschen was, was ich so genau leicht. Die Welle hat begonnen. Zu spät. Aber ist kein Problem. Wie gesagt, alles unter Kontrolle. Mal, du müsstest ja jetzt brennen, ne? Oh ja. Und Wied brennt. Okay, Munition. Ist die Schrotze? Hätte aber auch noch Scharfschütze. Scharfschützenmunition. Weil das brauche ich nämlich auch. Eventuell. Weiß nicht genau. Das könnte sein, muss aber nicht. So, Nahrungsmäßig, das lasse ich jetzt erstmal so, ne? Gut, besser muss ich das noch. Hat nicht so ganz gereicht, kniften Verbesserung. Da hebt die Party ab. Ich glaube, ich renne jetzt schon mal hoch. Da rumstet im Karton. Da rumstet im Karton. Ding dong. Entschuldigung, ich bin nervös. Ganz klein Pisse. Ach, Mensch. Are you dead? Nee, ich bin nicht dein Vater. Ah, ja, ja. Kann ich von hier besser? Die ganzen Einsichten, wollte ich gerade sagen, bevor es angehört. Perfekt. Ich würde doch sagen, das ist perfekt. Die Scheiße, ich habe Angst, jetzt nach vorne zu laufen. Ist er tot? Ich sehe den nicht. Gut, jetzt ist er tot. Hab nicht gesehen. Entschuldigung. So, lass uns mal bitte mitmachen. Mit den Zielen ist ein bisschen schwierig hier. Du müsstest nämlich vorher wissen, wo die sind. Woher soll ich denn das wissen? Ah, jetzt sind da. Ich sehe doch nichts. Wo schießt ihr denn hin?
Guck doch mal hier. Da. Ach, das fehlt ein bisschen. Wie bei 7 Days, dass du irgendwie eine Anzeige bekommst. Ey, du hast getroffen. Wir haben jemanden getötet. Ich glaube, ich kann. Ich komme zu einem zu spät. Da. Da ist einer. Ich glaube, ich habe den getroffen. Die Betonung von, ich darauf, ich glaube. Ich täte nicht wissen. Hey. Da ist ein, hier Dings. Da war einer. Hä? Ich habe gedacht, das ist so ein Explosionskunde gewesen. Das war ja einfach quasi ein Kinderspiel. Ja, die können ja nichts, wa? Na, Kabi, warten wir mal ab, wa? Bis nächste große Dings hier auftaucht. Mal gucken, ob der denn immer noch so viele Sachen zu sein. Sollte ich mal ein bisschen die Munition sparen. Ich glaube, das ist ja nicht mal so verkehrt. Ich nehme erstmal die und die Schnipper. Schnipper. Schnipper mal meinen. Ding wollte ich gerade sagen, Leute. Wäre verkehrt. Und anmaßend. Was sind die denn? So, was hat mir das jetzt gekostet? Naja, fast ja nichts. Das Ding ist ja meine Joltgrube. Des Todes. Da bin er. Da bin er. Dinner for one oder was? Wir fangen es mal. Ich gehe mal davon aus. Immer 2 Meter davor. Es tut mir leid. Ich kann nicht sagen, wo hier welche sind. Die sind alle schon früher tot. Und wie gesagt, ich traue mir auch nicht nach vorne zu gehen. Wie gesagt, das Ding macht ja keine Rücksicht auf Verluste. Wo sind sie denn? Ja. Ich will auch mit rumballern. Ja, jetzt kann ich nur so eine große Klappe haben. Das wird sich ändern. So, von wo? Von hinten. Die kommen von hinten. Naja, jetzt nicht mehr. Muss man da. Ey, ich stehe jetzt hier unten und komme trotzdem zu spät. Oh, der ist tot. Gut, ich durfte aber, wie gesagt, nicht vor den Flammis loben. Das wäre. Portal! Was muss ich denn, von wo die kommen? Also von wo sie kommen werden. Da! Schön! Hier wird überall. Um den Schuss von da vorne, da wird sie gekümmert. Aber wie gesagt, das ist bloß die kleine, der kleine Bissel. Aber wenn jetzt wieder eine ganze Traube ankommt, gut. Ich möchte natürlich wieder die Füße in die Hand nehmen. Oh, warten Sie mal. Also ich sollte nicht hier rumtun. Auf jeden Fall. Genau aus diesem Grund. Rösti, Rösti. Muss ja nie Sinn. Oder ist der nächste? Ich habe alles unter Kontrolle. Ihr seht es doch hier. Das ist ja ein Kinderspiel. Wir haben 1 Uhr. Das heißt, die richtige Traube kommt noch. Mal, kann ich von hier vielleicht ein bisschen besser hier so quasi Snipey-Punkt? Von hier wäre das so ja möglich. Und da hätte man auch so ein bisschen überblicken können und von so hoch. Warum schießt du denn gegen... Was ist denn da? Der schießt da gegen den Baum oder was? Und nochmal und... Ich weiß nicht, also das war kein Treffer. Ich hätte es aber versucht haben. So, gut. Können wir mal hier so ein bisschen
Und da macht es Bums. Pallera. Ja, ja, ja. Dankeschön. Oh. Oh. Schnell, 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 schnell. Schnell wieder tot. Schnell wieder tot. Das hört sich an wie irgendein Titel oder so. Oh, oh. Du bist runtergefallen, Junge. Oh, oh. Nee, 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 nee. Daneben. Gut, dass ich nachgeladen habe. Das ist schon Mordsding. Jetzt muss ich die bloß noch, wie gesagt, aufwerten. Dann ist es richtig Mordsapparedo. Was ist denn hier los? Ach so, der hängt hier fest. Ich hab ihn befreit. Hey. Nee, nee, warte mal kurz. Dankeschön. Dankeschön. Dass sie mich nicht getötet haben. 1 Uhr. Und ich hab's gesagt. Es war eine gute Investition einzulaufen. Schon wegen der AK hier. Das ist schon ein richtig geiles Ding gewesen. Ja. Gut, Leute. Also, ich kann euch nie sagen, wenn die Zombies kommen, weil ich sehe die meistens nicht. Aber gut. Wie gesagt, so solltet ihr eigentlich auch sein. Man baut ja eine Base, um safe zu sein. Also im besten Falle der Fälle. Sollte so sein. Und um weniger Munition zu verschwenden. Das sollte eigentlich hoch sein. Der ging auf mein Konto. Mach mir das bitte auf. Dankeschön. Nachladen. 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 Rücken wie mit Klopter. Schon mal Entschuldigung im Voraus. Aber wie gesagt, muss ja gemacht werden. Wo dieses Holzding muss auch nochmal irgendwann angeschlossen werden ans Netz. Hallo, nehmen Sie. Wo sind Sie denn? Da vorne sind Sie. Schnipper, kannst du mal kurz schnippern ein bisschen? Geht da lang. Versucht das alles zu umgehen, wa? Ja, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und ja, danke schön. Ja. Oh. Das ist sehr, sehr eng, wollte ich gerade sagen. Ich gehe mal kurz nach hinten wieder. Schönen guten Tag. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ein wenig Action darf sein. Oh, jetzt kommen die von da. Schönen guten Tag. Da müsst ihr nämlich vorsichtig sein, weil die Hoshis, die ihn runterziehen, ranziehen können, das ist total ungünstig. Das habe ich bei einem privaten Spiel gehabt. Wenn die ihn runterziehen, also ranziehen und sterben dabei, dann ist das richtig maximal bescheiden, weil nämlich dann fällt sie nämlich in der Grube. In den Untergrund. Und das ist mal richtig beschissen. Dann seid ihr nämlich tot und könnt man nicht mal was dafür. Also. Immer schön. Aus die Hose atmen. Hä? Genau. Wer hat gesessen? Also beidseitig. Ich würde mal sagen, das war es gewesen, wa? Es war ja mal wieder einfach. Naja, gut, wa? Dann würde ich mal sagen, wir brauchen die nächste Mal ein bisschen Benzin, ein bisschen Kupfer, wie immer. Aber es wird wohl da in diese Richtung gehen. Oh, was ist denn da? Ja, noch immer. Hallo? Genau. Wie gesagt, dass wir Munition für Raketenwerfer herstellen können, müssen, sollen, tun. Denn das würde ich nämlich die nächste herstellen. Der Ding ist so viel wertet. Du Scheiße. Strom! Der Strom muss fließen.
Wenn der nie fließt, dann sind wir am Popis. Warten Sie mal, kann ich? Ja, kann ich reparieren. Oh, ist ein schönes Ding gewesen heute. Schönes Ding. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Mal hier ein bisschen Strom sparen. Wir haben noch hier genug Saft. Gut, wenn das Ding stehen tut, wissen die, wie das ist. Aber die war ja auch noch nie richtig voll. Das ist sehr, sehr gut. Also, darauf können wir morgen aufbauen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht euch ein schönes Wochenende. Genau. Denkt daran. Das Wochenende. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.